Hallihallo und herzlich willkommen zum Aufgebracht. Meine riesige Tüte ist wieder voll. Von daher möchte ich euch zeigen, was ich da leer gemacht habe. Und mal schauen, vielleicht habe ich gute Sachen dabei oder nicht so gute Sachen dabei. Sachen. Denk mit feuchte Allzwecktücher habe ich aufgebracht und habe ich schon nachgekauft. Allerdings ist das Design, dieser Design ist ein bisschen anders. Aber die nehme ich immer wieder für irgendwelche Flecken, sogar wenn mir etwas auf den Boden fällt. Und dann schnell wische ich damit und ja, ist ein Muss. Ah, so geht's auch. Aufgebracht Mivolis Golden Kurkuma Tee, muss ich mir heute wieder machen. Ich habe noch ein paar Beutel da und ich finde es super. Also ist auch süßlich allgemein, also muss man nicht zu viel Zucker oder Honig dazu tun. Und ja, kaufe ich immer wieder nach, wenn ich bei DM bin. Aufgebraucht White Flower Limited Edition Home Dry Air Freshener habe ich als Klo-Duft benutzt und das war schön blumig und sauber, aber leider eine Limited Edition. Letztes Mal, als ich da war, habe ich das nicht mehr gesehen. Nicht wundern, ich kriege hier eine Videokamera auf dem Gesicht. Tempo aufgebraucht, feuchte Toilettentücher. Ich finde, das sind die besten. Die zweitbesten sind die von Cotonelle. Und ja, die kaufe ich immer wieder nach, wenn die in Angebot sind. Das war eine Limited Edition. Aktuell gibt es eine, glaube ich, mit Aloe Vera oder so. Es ist was Grünliches. My Way von Giorgio Armani habe ich aufgebraucht. Eine Probe. Proben tue ich immer wieder auf der Seite und ich tue dazu zählen. Also ich tue die nach dem Video zählen und tue es mir eintragen. Und ich hoffe, dass ich ja ein paar Hunderte am Ende des Jahres aufbrauchen werde. War ein schöner Duft, aber nicht zu aufdringlich, nicht zu intensiv, also ganz gut. Kann nicht richtig reden heute. Softlan Bouquet der Düfte, das ist einer meiner Favoriten. Zusammen mit Softlan Orchidee und ja, jetzt habe ich jede Menge Lenoir, Vernel, jede Menge Düfte und dann muss ich testen. Aber das kaufe ich immer wieder nach. Ist aber die kleinere Pulle mit 650 ml. So, aufgebraucht Colorwaschmittel Love Nature Cherry Blossom. Ich habe auch teilgenommen bei dieser Gratis-Test-Aktion. Was soll ich sagen? Es war okay. Es war nicht schlecht, aber muss ich nicht unbedingt nochmal haben. Ich kaufe das, was gerade im Angebot ist. Und ja, natürlich, es ist schön für die Natur und gute Inhaltsstoffe drin. Jeder muss wissen. Aufgebraucht Saubermax All-in-One Mega 12 Geschirrreiniger Tabs. Die habe ich bei Norma gekauft. Ja, genau. Und die waren nur 2,99. Ich habe mir eine Packung, wobei ich genug daheim gehabt habe, aber ich habe die gesehen und oh, probiere mal. Ich war ganz zufrieden damit. Also ich fand nicht, dass mein Besteck nicht sauber wurde oder meine Teller nicht sauber wurden. Von daher, ja, kann man machen. Ist nicht schlecht. Aufgebraucht, ja, ist gerade in Benutzung, ist nicht mehr viel drin. WC Ente Active Clean Citrus. Finde ich nicht so gut wie WC Fresh. Ich habe es genommen zum Testen. War wieder so eine Aktion, aber japanische Kirschblütenfest war richtig lecker, hat aber ein bitteres Nachgeschmack gehabt. Das hat mir nicht so gut gefallen. Aber sonst okay. Tee trinke ich aktuell sehr viel. Ich muss mir wieder was machen. Aufgebraucht. Ups. Randalieren. Passiert immer wieder nach, ne? Kneipp Aroma Pflegeschaumbad Lieblingszeit Kirschblüte und Reiskeimöl. War richtig schön dunkelrot. Rötlich. Ja, hat frisch gerochen. Kneipp ist super, mag ich sehr gerne und ich kaufe es immer wieder, wenn das in Angebot ist. Das habe ich bei Müller damals für 1 Euro etwas bekommen. Also richtig guter Preis. Lord Nelson, Erdbeer, Rhabarber. Hier waren allerdings 25 Stück. Es war auch eine Aktion bei Lidl. Es gab 20 oder 30% auf Tees und habe ich das gekauft. Es war auch lecker.
von Rhabarber ein bisschen säuerlich, aber nicht schlecht. Aufgebraucht Prada Luna Rossa. War gut, war nicht schlecht. Hat mir gefallen. War nicht mein Lieblingsduft, aber nicht schlecht. Chanel Chance. Für mich hat es nach Veilchen gerochen. War nicht unbedingt meins, aber war auch nicht schlecht. Also im Frühling, Sommer kann man bestimmt, also ich kann es empfehlen, wer auf richtig blumige Düfte steht. Mel Merio Romantic Girl Deo Spray. Das passende Parfüm ist, habe ich in meinem Projekt mit die mit den Mädels, Panic Sisters. Ja, das war in Ordnung. Nichts Außergewöhnliches, aber auch nichts Schlechtes. Gibt sowieso nicht mehr. Mein Lieblings-Automatic Spray Refill von Action. Den kann ich nur empfehlen. Es ist so ein schöner Duft. Kaufe ich mir jedes Mal, wenn ich da bin. Kaufe immer wieder 3, 4, 5 Backups, dass ich da was habe. Mein Mann hat aufgebraucht Nivea Men Creme, die kleine Dose. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das in Proben. Ich nehme es in Proben, weil das war seine Probe, hat er aufgebraucht. Ich schmeiße sowieso alle Parfümproben, was ich ihm gebe. Also nachdem er die benutzt hat, schmeißt er sowieso weg. Michael Kors Gorgeous. War schön. War nicht mein Lieblingsparfüm, aber war in Ordnung. Lacoste Parfum war auch okay, aber auch nicht mein Favorit. Ein schöner weiblicher, sauberer Duft. Aufgebraucht von die Make-up. Waterpads. Schön. Muss sein? Nein. Also die Eigenmarke von Isana tun genauso. Also ich finde, die haben nichts Besonderes außer dieser Struktur. Aber damit habe ich nicht viel gemerkt, dass ich sage, wow, das muss man unbedingt haben. Aveo Himbeere und Zitronenras, Flüssigseife. Ich finde, Aveo macht die besten, also Müller macht die besten Seifen von Geruch intensiv und so. Und kaufe ich immer wieder nach. Ich habe mir letztens, ich habe online bestellt, weil ich fand es viel einfacher. Gab es auch Prozente sogar auf Seifen. Dann habe ich eine Bestellung. Ich habe noch 3 Beutel Seifen gekauft. Ja, finde ich immer gut. Acqua di Parma. Also das war genau dieser, ich habe es nicht einmal ganz aufgebraucht. Ich konnte es nicht und ich glaube, der Spritzdings geht auch nicht mehr. Ich habe es einmal für die Arbeit, habe mich vorbereitet. Hält nicht sehr lange, aber das ist diese Cologne, Aqua de Cologne, Cologne Wasser. Cologne, nicht Cologne. So. Sunday Riley Good Jeans Glycolic Acid Serum. Genau. Da habe ich mir auch geschrieben, dass er cremig war und es brennt. Also ich habe es, ich weiß nicht, es steht irgendwo, wie lange. Apply to clean as an exfoliating serum, morning or night. Nach 2, 3 Minuten hat es angefangen zu brennen. War für mich keine unangenehme Sensation, Erfahrung, Erlebnis. Ja, aber ich kann mir vorstellen, für jemanden, der eine relativ empfindliche Haut hat, dass das viel zu viel ist. Ich tue meine Haut grundsätzlich mit Peelings, Exfoliators und so, also nicht mit mechanischer Peeling, sondern mit, na? Nicht mechanisch, wisst ihr, was ich meine? Und für mich war das nicht so schlimm. Good Molecules Silicone Free Priming Moisturizer, es war eine gute Tagescreme. Ich kann nicht sagen, dass es mega war. Ich habe noch ein Sachet da. Es war schön, muss ich mir nicht nachkaufen. Man könnte es für tags und abends benutzen. Meine Haut ist nicht jetzt so angefreundet mit den Temperaturen, dass ich sage, ich benutze es sowas, was ich tagsüber benutzen kann, benutze ich auch abends. Das werde ich im Sommer machen können. Aber ja, muss ich nicht nochmal haben. Ich habe aufgebraucht Lady Protector Protection. Ich habe immer noch genug davon. Ich habe eine nette Zuschauerin, die mir damals sehr viele geschickt hat. Vielen lieben Dank dafür immer noch. Ich denke immer nicht noch an dich. Und ich denke immer, dass ich die nächsten 2, 3 Jahre noch damit gut
versorgt bin. Ja, haben mir richtig gut gefallen, gibt es aber nicht, soweit ich gesehen habe. Gibt es nicht mehr. Isana Kids Rot Badefarbe nimmt mein Kleiner immer wieder. Ich habe alle Farben da und ab und zu sagt er, hey Mama, ich will jetzt Badefarbe. Ich habe gesagt, ah okay, was? Rot und Blau, er gibt Lila, okay, dann nehmen wir und so weiter. Kaufe ich immer wieder nach, vor allem wenn es im Angebot ist. Mein Mann hat seine Zahnpasta aufgebraucht, Sport Gel Fresh Signal hilft mit. Gibt es immer wieder irgendwelche Aktionen bei DM, kaufst Zahnpasta von Signal zum Beispiel im Wert von 5 Euro und kriegst was weiß ich gratis oder und kaufe ich immer wieder nach. Schmeckt ihn auch. Meine ist auch fast leer, diese Gold-Geschichte, aber noch nicht so weit. Rival Loves Me Nail Polish Remover mit Acetone habe ich zum Testen gekauft. Muss ich nicht nochmal haben, wobei ich denke, ich habe noch ein Backup davon. Bin mir nicht sicher. Ich weiß, damals habe ich 2 gekauft. Aber die acetonfrei große Pulle von Isana Rosane passt perfekt, brauche ich nichts anderes. Wobei ich immer wieder andere Sachen teste, vor allem wenn die im Angebot sind. Nicht aufgebraucht, aber aussortiert. P2 Hands and Nails Perfect Look Beauty Nails. Ich habe versucht damit, aber ich kann damit nicht. Das ist mir viel zu wenig deckend. Es ist bis hier sowieso, ja, sieht man vielleicht, vielleicht auch nicht. Bis ungefähr hier ist das, also fast die Hälfte habe ich aufgebraucht, aber das ist mir viel zu dünnflüssig. Und zu wenig deckend. Ich habe mir gedacht, vielleicht werde ich das zum Mischen von angedickte Nagellacke nehmen. Ich bin mir nicht sicher, aber eigentlich kann weg. Aufgebraucht, ja, schwarzer Tee, Darjeeling und Mesmer kaufe ich immer wieder nach. Das ist die große Packung mit, wie viele? Ja, natürlich genauso. Hier 50. 50 Beutel leer gegangen. Genau das gleiche, aber von DM Bio, schwarzer Tee, kräftiger Geschmack, habe ich aufgebraucht. Ich habe noch 2 Backups oder 3. Da finde ich auch gut, aber ein bisschen teuer. Aufgebraucht Finish Protector, irgendetwas. Farb- und Glanzschutz, genau. Es ist so wie ein Diamant, hängt man ins, also neben diesen Körbchen und ja, man merkt tatsächlich, dass dein Geschirr eine Schicht bekommt, so eine glatte Schicht. Nicht schlecht und es soll für ungefähr 30 Spülgänge reichen. Mal schauen. Ich bin aktuell ganz zufrieden. Man merkt, da ist was, aber es ist nicht ekliges oder schleimiges oder so. Aufgebraucht aus meinem Projekt mit den Mädels. Spirit of Cashmere and Musk ist ein schöner Duft, vor allem für zu Hause. Für, okay, ich bin jetzt daheim und ich gehe jetzt kurz was einkaufen oder so. Kann man immer nehmen. Habe ich es auch auf die Arbeit gehabt, aber der Duft hält nicht so lange. Aufgebraucht Isadora Build Up Make Mascara Extra Volume habe ich aufgebraucht. War eine gute Mascara, habe ich eine ganz zuverlässige Mascara mit einer stinknormale, finde ich, Bürste. Ja, da ist noch Produkt drauf, aber nach 3 Stunden, nachdem ich mich damit getuscht habe, meine Wimpern getuscht habe, habe ich Panda-Augen, also krümmelt und fällt runter. Von daher zu proben. Nemesis ist endlich aufgebraucht. Essence Pure Nude Powder, leer. Auch aus meinem Projekt habe ich genommen. Das ist, versuche ich seit 2 Jahren zu pennen. Endlich ist das leer. Aufgebraucht. Was so Shiseido Poreless Matte Primer. Ja, war okay, war nicht viel drin. Hat mir für eine Anwendung gereicht. War in Ordnung, aber hat mich nicht überzeugt, dass ich sage, ja, ich muss das nochmal nachkaufen. Nicht aufgebraucht, aber repressed in meine Benefit, nicht Benefit, The Balm Palette. Habe ich das zusammen mit einer anderen Blush gemischt und ja, die sind aktuell in, ich habe es wieder gepresst in meine Palette und werde ich als Blush benutzen. Aufgebraucht, The Professional Pore Primer, war in Ordnung.
Ich habe nichts von Feinlines, Reduzierung oder Poren. Ich hab keine vergrößerte. Ich habe ein paar Poren, sichtbare Poren, aber die sind nicht riesig. Und von daher, ja, ich habe nichts Außergewöhnliches damit gemerkt, als das, was ein ganz normaler Elf-Primer, was ich aktuell benutze. Ja, von daher, ich freue mich. Ich habe es von der lieben Miss Curly Jenny bekommen und ich habe ein kleines Mini-Gewinnspiel gemacht und muss mal raten. Und ja, ich habe gewonnen und dann habe ich mir das gewünscht, weil ich wollte es immer testen. Werde ich mir nicht nachkaufen, ist mir zu teuer. Und ein Elf-Primer tut es genauso. Aufgebraucht Stila Diamond, das ist mega, mega schön. Ich habe diese Dings nicht aufgemacht. Ne? Der Stopper habe ich nicht rausgezogen, weil dann trocknen die viel schneller. Und ich bin mit einem Wattestäbchen da immer rein und habe dann mir noch was rausgeholt, was diese Pinsel nicht machen konnte. Und ja, ist leer. Mega, mega. Kann ich nur empfehlen. Es schimmert in Silber, aber auch ein bisschen lila. Ganz wenig. Aufgebraucht Donto, den Zahnseide. Ich habe sie in der neuen Verpackung eingepackt. Es ist eigentlich dieser hier. Schon zum dritten Mal, glaube ich, nachgekauft. Kann ich nur empfehlen. Gute Seide. Aufgebraucht und das werde ich auf jeden Fall behalten. Das ist der Yves Saint Laurent Rouge Volupté Rock and Shine. Ja. Ja, ich konnte mich jetzt quälen und aber ich kratze mit dem Rand immer. Das war so ein Balsam mit einem Stern drinnen, ein silber schimmriger Stern. Mir hat einfach als Lipbalm super gefallen, war innerhalb von, glaube, 3 Monate leer. Hätte ich das immer mit gehabt, wäre es in einem Monat leer gegangen. Ne? War die Hälfte fast leer. Schon mal schöne Verpackung, glitzert. Das werde ich behalten. Vielleicht kratze ich es raus. Und wenn nicht, dann werde ich behalten, wenn ich irgendeinen geilen Lippenstift finde, was ich da rein schieben werde. Ich weiß es nicht, aber die Verpackung, das ist so schwer hochwertig. Bleibt auf jeden Fall. Ja, ich tue Verpackungen sammeln. Okay. Soft und sicher, Klopapier, Recycling. Das kaufe ich immer wieder, je nachdem, was preiswerter ist. Ich habe getestet, dieser Always Discreet zuverlässiger Schutz. Ja, es gibt viele Frauen, die an Inkontinenz leiden. Ich habe die für meine Tage benutzt, kann man auch machen. Und ja, die waren schön. Ich habe die schwarzen schon mal gehabt und da war ich nicht so mega zufrieden. M passt mir gut. Was sonst? Mein Sohn hat mich gesehen, hat gesagt, ich trage Windel. Ja, ist nicht zu spaßen. Es ist unangenehm, vor allem wenn man inkontinent ist, weil ja, man muss sich beschützen. Und ich habe zum Beispiel nach der Geburt immer das Problem gehabt, also ich glaube 2 Jahre oder so nachher. Ich war unterwegs und ich musste niesen und beim Niesen schon nicht angenehm, überhaupt nicht. Kann ich empfehlen, wer die testen mag, gibt es immer wieder solche Proben in DM oder Rossmann. Weiß nicht, ob Rossmann hat. Ich habe aufgebraucht Korallweichspüler Dufterlebnis, das ist mein letzter. Ja, ich habe es damals gekauft. Es gab ein Angebot für 1 € oder so. Und dann gab es bei Marktguru, glaube ich, 50 Cent oder so. Und dann 50 Cent habe ich es mitgenommen. Leichter Duft. Also ich mag intensiver. Ich mag, dass meine Wäsche, nachdem ich die gewaschen habe, gefaltet habe. Und wenn ich die raushole nach 2 Tagen, sagen wir mal Schrank, und dann raus nach 2 Tagen, dass es immer noch riecht. Und das ist leider nicht der Fall. Es ist mir zu leicht. Lacoste Parfum Timeless war schön, hat mir gut gefallen. Amber Air Medical Beauty Research war nicht so meins, hat nicht unbedingt nach Parfüm gerochen, war komisch. Also von Duft her war nicht schlecht, aber muss ich nicht nochmal haben. Ich habe viel dekoratives Kosmetik. Hä? Wieso habe ich so viele dekorative Kosmetik-Sachen aufgebraucht, Leute?
da haben wir viel. Ist noch viel. Rose Sands aufgebraucht, Gulsuyu Rose Water. Ich habe noch eins in Gebrauch und ich glaube, das ist meine letzte. Werde ich mir nicht unbedingt nachkaufen. Ich werde was anderes benutzen und dann schau mal, wie meine Haut sich entwickelt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen riesen Unterschied gemerkt. Ja, ich habe immer noch ab und zu Gäste auf Besuch. Boah, das tut verdammt weh. Das ist ein Monster. Ja, werde ich schauen. Mal schauen. Aufgebraucht, ja, nicht so ganz. Ist noch ein Viertel. Sieht man vielleicht so ein Strich hier. Ein Viertel ungefähr ist noch drin, aber ich kann es nicht mehr benutzen. Es ist hart geworden und krümelig. Und nee, das mache ich nicht. Habe ich als Primer genommen. Vor allem im Sommer oder wenn ich einen ganz matten, eine ganz matte Foundation benutzt habe, dann war schön. Aufgebraucht noch eine Flasche von den Manhattan Top Coat. Kaufe ich immer wieder nach. Ja, es ist schön, es ist mir dünn, aber tut's. Tut's. Ich finde aktuell, ich muss noch ein paar von Essence testen, aber ich habe noch von Manhattan. Aber ich finde aktuell für mich, für einen normalen Preis, also keine 5 Euro Flasche, ist das okay. Sash bleibt aber immer noch meine Liebe. Aufgebraucht OPI Nail Lacquer in Your So Flippy Floppy. Das ist so ein ja, Sand Textur, also kein glattes Nagellack, sondern macht dann so eine wie sandige Textur. Da ist noch ein bisschen was unten, aber erstens, ich komme ganz schwer ran. Zweitens, ich habe die Farbe nie gemocht, so wirklich, es war in ein Set. Drittens, es ist so dickflüssig und ich habe keinen Bock mehr. Also es ist mehr als die Hälfte leer und von daher für mich auch aufgebraucht. Es ist auch guppy, hart, will ich nicht mehr. Aufgebraucht Essie Smoking Hot. Weiß man, ob man das erkennen kann. Ja gut, hier kann man gut erkennen, dass was raus ist, aber man sieht nicht, dass alles aufgebraucht ist. War schön, ihr habt es wahrscheinlich auch in Videos, wo ihr meine Nägel gesehen habt, habt ihr das auch schon mitbekommen, dass ich das getragen habe. Ist eigentlich nicht eine Favoritfarbe von mir, wenn ich das so in der Flasche sehe, aber auf die Nägel hat es gut ausgeschaut. Ja, aufgebraucht. Würde ich mir nachkaufen? Nein, ist nicht unbedingt meine Farbe. Ach, hier ist der Rest von dieser Prada Luna Rosa. Das ist mir runtergefallen, werde ich zurück tun. Aufgebraucht Lancôme Advanced Genifique Concentré, bla 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 bla. Das ist dieser Serum, ist in Ordnung. Erste oder zweite Stelle Alkohol. Also man muss damit einverstanden sein. Ich finde es ab und zu, ist nicht verkehrt, 7 ml sind hier drin. Für immer nur das benutzen. Aufgebraucht meine Foundation Fit, Maybelline Fit Me. Das habe ich von der liebe Emine, glaube ich, ja, zugeschickt bekommen. Anti-Shine Stick, das war die Farbe Soft Honey, was eigentlich für mich überhaupt nicht passen wäre, aber das ist eine ganz helle Soft Honey. Ja, für mich zählt das als aufgebraucht. Dieser Kern ist noch da, aber wenn man auf der Haut drückt, na, die Haut ist nicht mega hart, ne, und wenn ich da drücke, vor allem hier, ne, merkt man, und dann kratze ich mich mit dem Rand und ist gut. War schön, komischerweise, ich habe erwartet, so ein Stick sehr fettig zu sein, war das aber nicht, hat mir sehr gut gefallen. Aufgebraucht von Pat McGrath, Omi, ganz schöner Lippenstift, das könnte ich zum Beispiel rauskratzen und in einen anderen raustun. Vielleicht werde ich das tun, weil bei ganz teuren Lippenstiften ist es mir schade, weil es teuer. Oder vielleicht tue ich es umgekehrt von den anderen, von denen hier rein. Ich weiß es nicht. Da ist noch Produkt, aber ich mag nicht rauskratzen. Mal schauen. Aufgebraucht Rival Loves Me Super Slim Eyebrow Pen in Coffee. Das ist meine Farbe, nehme ich immer wieder nach. Leer, so ein Stift reicht mir, weil ich benutze es nur für hier unten und hier meistens. Ein Stift reicht mir einen Monat ungefähr. Und wir sind immer noch nicht fertig. Drei Sachen noch.
Mein Herr hat sein Parfüm aufgebraucht und das war Jean-Paul Gaultier Le Male. Richtig lecker. Hat mir gut gefallen. Ich hoffe, dass er das irgendwann wieder nachkauft. Aufgebraucht, Davidoff Cool Water Woman. Ist nicht, ja, gut. Ich übertreibe. Aqua di Parma, das war echt eklig. Das ist okay. Es ist aber nur ein bisschen zu aquatisch für mich, aber nicht schlecht. Also man kann das benutzen. Ich habe noch ein paar, ich glaube, zwei Proben habe ich noch davon. Werde ich nehmen, ist nicht mega eklig. Also das, ich habe Schlimmeres gesehen. Und zu guter Letzt Summer Passion Sweet Vanilla and Pure Magnolia habe ich aufgebraucht. Das ist ich glaube, das ist die nicht so günstige Variante. Ich finde die besser als das hier. Es ist auch ein schöner Duft, aber das gefällt mir besser. Ja, ist in Ordnung. Werde ich natürlich, wenn es nichts anderes gibt, werde ich auch kaufen. 1,35. Braucht kein Airwick, das wisst ihr schon. Und ja, das war's mit meinem Aufgebraucht. Richtig, richtig, richtig viel dekorative Kosmetik. Ich werde jetzt die Proben zählen und mal schauen, was da rauskommt. Bin gespannt. Ich habe die jetzt leider gemischt, aber macht nichts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerade das muss ich sowieso da rein. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19. Okay, so wenn ich inzwischen 15 und 20 Proben pro Monat bin, dann bin ich froh. So, das war's mit meinem Video. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten. Ciao!